Ein Lebenszeichen von der Friedensbewegung gestern in Berlin. In Zeiten des Ukraine-Krieges haben die Aktivisten den Friedenswinter ausgerufen. Wo der Feind steht, ist hier allen klar. Die Hauptgefahr für den Frieden ist die unverschämte Eingreifung Russlands durch das nordatlantische Bündnis. Die NATO ist an 18, 19 Standpunkten auf der Welt. Ja. Das ist, glaube ich, Russland nicht, das ist China nicht, das ist Brasilien nicht, das sind alle großen Länder auf der Welt nicht, aber das ist der Westen. Propagandamedien. Genau. Kriegstreiber seid ihr. Ja. Kriegstreiber. Darf ich dir mal fragen, wer ist die Hauptgefahr? Du bist ein Kriegstreiber. Und du wirst irgendwann deine Strafe kriegen, du wirst in den Knast kommen. Ihr werdet alle in den Knast kommen für eure Taten, die ihr hier macht. Den Friedenswinter unterstützen zahlreiche linken Spitzenpolitiker wie der Bundestagsabgeordnete und Liedermacher Dieter Dehm. Berühmt wurde er durch die Schnulze »Das weiche Wasser bricht den Stein«. Sein aktueller Feind, Bundespräsident Gauck. Warum sind Sie heute hier? Weil Gauck das Amt des Bundespräsidenten missbraucht, zu expansiven, sattsam bekannten Reanimationen des deutschen Revanchismus und Chauvinismus. Aufgerufen haben an diesem Samstag auch die sogenannten Montagsmahnwachler. Ihr Organisator Lars Mehrholz, ein Anhänger dubioser Verschwörungstheorien. Auch dabei Ex-Radiomoderator Ken Jebsen. Er musste sich schon vorwerfen lassen, sich antisemitisch geäußert zu haben. Vor 2,5 Jahren meldete er sich mit einem inzwischen gelöschten Internetbeitrag wie folgt zu Wort. Auch dieser Tage gibt Israel offiziell bekannt, die illegale Besiedlung Palästinas weiter massiv vorantreiben zu wollen. Ins Altdeutsch übersetzt, Israel strebt in Palästina die Endlösung an. Klassischer Genozid. Die verbale Gleichsetzung des Völkermords der Nazis mit der israelischen Siedlungspolitik. Eine perfide Verhöhnung der Holocaust-Opfer. Nachfrage. 2012 haben Sie gesagt, Israel strebt in Palästina die Endlösung an. Klassischer Genozid. Meine Anwälte verklagen gerade Spiegel Online. Aber warum? Das haben Sie doch gesagt, oder? Weiß ich nicht. Na, aber in Ihrer Kolumne ist es aus dem April 2012. Das weiß ich nicht. Warum können Sie sich nicht erinnern? Ich schreibe so viele Texte, ich habe das jetzt nicht auf dem Kopf, ob ich das gesagt habe. Ist das denn Ihre Meinung? Israel strebt in Palästina die Endlösung an, klassischer Genozid? Soll das meine Meinung sein? Nehme ich an, wenn Sie das vorgetragen haben. Habe ich nicht vorgetragen. Und wie empfinden Sie das, neben diesem Herrn zu gehen, Herr Dehm? Ich finde, wenn ich jetzt mit ihm reden kann darüber, genau, dass das kein Genozid Herr Dehm, war. Dehm läuft ja auch neben Ihnen. Und ich versuche ja mit Ihnen gemeinsam und mit ihm jedenfalls richtigzustellen, wie ich eben schon mal in Ihrem Interview gesagt habe, dass man tunlichst vermeiden sollte, irgendwelche Nazi-Vergleiche auf Israel zu verwenden. Ja. Aber was die israelische Regierung mit den Palästinensern tut, ist staatsterroristisch. Das mit der Wahrheit, egal. Die Medien sind sowieso an allem schuld. Und was gibt es Besseres als einen gemeinsamen Feind? Es ist für mich jetzt kein Grund, nicht für den Frieden zu sein. Ja, er kann seine Meinung äußern. Ich finde es furchtbar, was er für eine Meinung hat, wenn er gegen die Juden redet. Es ist eigentlich nicht zu akzeptieren. Aber das ist seine Meinung. Ich habe eine andere Meinung dazu. Und das finde ich wichtig. Und deswegen bin ich dafür, wir müssen trotzdem für den Frieden hier demonstrieren. Ich kann doch auf eine Demo für Frieden gehen, wenn jemand unterschreibt, mit dem ich nicht total übereinstimme. Ist Ihnen das nicht klar? Wenn hier die Lichter ausgehen und hier zappenduster ist, da sind wir alle dran. Dann ist ganz egal, wer dafür aufgerufen hat oder nicht. Linken Mann Dehm mit einem Annäherungsversuch an das Erfolgsmodell der Montagsmahnwache. Die Friedensbewegung ist da und sie ist stärker als je zuvor. Was haben Sie nicht alles schon über uns erzählt? Es gibt Menschen, die sind in der Grünen Partei. Frau Göring-Eckardt. Ein Herr Gauck. Ein wirklich. Doch alles Anbiedern bleibt unerwidert. Der Bade mal wieder erfolglos. Letztendlich stimmt Montags-Demomacher Mehrholz ein. Seit an Seit mit Dehm und weiteren linke Politikern. Sarah Wagenknecht hatte angeblich nur aus Termingründen abgesagt. Ziel des Protestmarsches, der Amtssitz des Bundespräsidenten. Der hatte zu Jahresanfang gefordert, Deutschland müsse bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. Für die Demonstranten die Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Unter Frau Merkel ist die Verantwortung dahin gediehen, dass wir an dritter Stelle der waffenexportierenden Länder stehen.
Das wollen die Mehrheit in Deutschland nicht länger dulden. Wir auf keinen Fall. Dann greift die Bewegung zum Protest mit Mitteln aus der arabischen Welt. Schuhe werden geworfen. Im Orient Ausdruck abgrundtiefer Verachtung. Das ist unsere Botschaft gegen Diktatoren, gegen Friedenshasser, gegen Friedensfeinde. Okay, und als wie sehen Sie Herrn Gauck? Kein friedlicher Mensch. Hassprediger. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Na dann, friedliche Weihnacht.